Herzlich willkommen bei unserem NBA 2K14 Let's Play. Ich bin Rick Talin, ihr schaut Fieber Games for You und wir werden jetzt ab ins nächste Match gehen. Ich glaube, wir sind unterwegs nach Washington, ich bin mir nicht ganz sicher. Das wollen wir aber gleich sehen. Gucken, wie es weitergeht. Oh Mann, sage ich euch. Mein neuer Rechner kommt morgen. Da bin ich schon mehr als gespannt, wie sich der aufs Rendern und so weiter auswirken wird. Sprich, ob ich dann weniger Zeit fürs Rendern brauche und dergleichen. Das passt schon. Das passt schon. Oh ne, gegen Chicago spielen wir, gegen die Bulls. Das wird heftig, Leute. Meine Lieblingsmannschaft. Aus den glorreichen 90er Jahren. Mit Kukoc, Pippen und so weiter. So, müssen wir schon aufpassen. Wir liegen zurück. Leider. They've been beating this club to a lot of loose balls and rebounds here early on. Love the work ethic they've come out of the locker room. Komm, den kriegen wir, oder? Foul gezogen, sehr gut. Der Eldeng. Pech gehabt, würde ich sagen. Eldeng. Doesn't tell the whole story. Big time shot blockers aren't always elite defenders. And then the opposite is. Und drinne, der erste Sitz. Wir können ausgleichen sogar. Und der zweite Sitz auch ausgeglichen, sehr gut. Schön auf Rose aufpassen. Sind jetzt mittlerweile wieder Point Guard. Haben so schnell geändert. Oh shit, 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 shit. Okay, aber Horford hat das voll gezogen. Sehr nice. Schön aufpassen. Der hat mich getroffen. Sehr gut. Damit war es auch ein gutes Foul. Yeah! Kein hat er getroffen. Komm, den kriegen wir auch, oder? Boah, vorbei. Aber Horford macht's noch, sehr gut. Ich find's cool, was sie da für Hintergrundinformationen zu den Spielern auch so mehr rausrücken können. Heftig. Die machen da viel mehr Richtung wirklich so Sportkommentatoren letztendlich. Mit viel Hintergrund, viel so Gelabere, viel Analyse, sehr schön, 3-Punkte-Wurf gemacht. Sowas geht zum Beispiel der FIFA-Serie vollkommen ab, finde ich. Also zumindest in dem Ausmaß. Leute, schön aufpassen. Rose ist richtig gefährlich, wie er sich teilweise dann auch frei spielen will und auch frei spielt. Yeah! Rebound. Gut, Korber, Korber. Millsap, Millsap. Komm, den kriegen wir aber von hier rein, oder? Und er sitzt. Perfekt, Leute. Rebound. Punkt gemacht. So läuft das, Leute. And for Atlanta, they come in off a good outing against Memphis. And they were so proficient in that game. Oh Mann, 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 aufpassen. Leute, Defense, Defense. Well, they played a very intelligent game of basketball, Steve, and those two things go hand in hand. Good job threading that pass into the lane. I like his vision, guys. He sees everything. Komm, den kriegen wir. Und da ist er auch drinne. Perfekt, Leute. 9 Punkte im ersten Viertel. Das ist heftig. Schön auf Rose aufpassen. Und geblockt, Mann. Bäm. Wie geil. Haben wir schön aufgehalten in Rose. Gute Defense. Sonst sind wir nicht mal eingewechselt worden. 1 Minute 40 Sekunden. Wir führen und dominieren. Sehr gut. Bisschen Point Guard. There's 138 left to play here in the half. Dang, dishes to Rose.
Nix Rose. Der will unbedingt, ey. Jenkins hat gefoult, leider. Aber immerhin hat er keine Punkte gemacht. Jimmy Butler was the last pick of the first round back in 2011 by the Bulls. And last season, I tell you what, he really solidified his place in the rotation. Schade. He's still developing his outside shot, but he brings an awful lot to light to the table. Ozzie Muhammad checked in for the Bulls. On the court for Atlanta, the Beast is in at the point. Paul Millsap out there with Damari Carroll. Und. There's John Jenkins. And it's Leute. In at the three set. Machen nur Scheiße. And for Jimmy Butler, what a story. Abandoned as a child, bounced around from home to home. One coach would take him in, another family would take him in. It was, okay. It was a very tough upbringing. Das hört sich richtig heftig an, was der erlebt hat. And to be where he is today with a great attitude after vorbei. Aber kommt Millsap. Ja, zweite Chance noch genutzt. So muss es sein, deswegen führen wir auch. Schön weiter aufpassen. Gott, Rebound. Perfekt. Atlanta leading by 16. Out to the right wing. Komm, den kriegen wir. Und der ist drin, 11 Punkte. Läuft richtig gut gerade. 6 second difference between shot and game clock. Wenn das Spiel so weitergeht, könnte es zu einem unserer besten werden. Wird langsam mal Zeit, dass wir hier in die Starting Five kommen. Muhammad's got his second basket of the night. And guys, they continue to put a lot of pressure on the interior defenders with the way they work down low. But it's become one of the stories of the first. Jawohl, pass zum Assist. Sehr gut. Zählt zwar jetzt nicht wirklich für unsere Stats, aber wir haben mal gepasst mal wieder, so wie es auch von euch gewünscht ist. Ich werde jetzt nicht die ganze Zeit passen, aber ich versuche mehr zu passen. Auch wenn ich kein Vertrauen habe zu meiner Mannschaft, was das angeht. Hier sehen zum Beispiel auch die Trainer viel besser aus, als die in FIFA zum Beispiel, weil ich habe jetzt gerade einfach FIFA im Kopf, weil ich es kurz zuvor gespielt habe und da sind die Vergleiche dann doch dann eher offenkundig. 53, 38, also arm Bulls hier, muss ich sagen. Wird hier schön dominiert von uns. Okay, müssen wir durch. Und den kriegen wir doch, oder? Leider nicht, macht aber nichts. Gute 3 Minuten, die wir hier auf dem Platz sind. Oh, müssen wir rüber. Scheinen hier nicht Point Guard zu sein. Oh, fuck. 3 Punkte, 12 Punkte rangekommen. Und wir sind tatsächlich Shooting Guard. Rose is out there with Green. And there's Danke, Dunning. Schröder. Then it's Dang, and it's Noah in at the pivot spot, manning the Cunningham. So that's the 5 in the game for Chicago. Oh, schade. Chris Burke has a report for us from the sideline. Thanks, Kevin. The Beast in their last matchup against the Grizzlies was just a man on a mission. Okay. He ended with 29 points and was effective from long range as he got that scoring line by dropping in a good amount of threes. We could see his role in this offense expand. Schade. Schade, schade. What do you guys think? Does that kind of big performance energize a player in his next game or has it, you know, like Steve? Ja, natürlich macht es das. Komm, Dreier, oder? Nix. Dritte Viertel läuft doch nicht so rund für uns. Das ist natürlich unschön. Okay, aufpassen. There, Steve. There's something about confidence in this game that really fuels yeah. and energizes. Super Block. Well. Toll, dass er den gesetzt hat. Schröder. Here's Schröder. Danke. Und once again off the Mann. Boy, we don't see that too often. No defender on him and he just clanks the open jumper. Oh shit. Wo waren da die Verteidigung, Leute? Jetzt sind sie bis auf 9 Punkte rangekommen. Komm, jetzt kriegen wir ihn aber. Oder auch nicht. Okay, wir hören jetzt erstmal auf zu werfen. Bevor wir unsere Stats kaputt machen.
really suffered. Horford with the block. Jawohl. He has not been on his game and you know their deficit isn't totally on him, but he has. Komm, den kriegen wir jetzt aber. Haben uns getroffen. 3 Punkte. Sehr nice. With the big minutes that Joakim Noah is asked to play. It's a good thing he's been so dedicated to staying in shape. He's another player, Kevin, who does yoga in the off season. Yoga, Alter. Trained with big wave surfers in Hawaii going underwater. Oh man. Doch noch Punkte gemacht, sind aber 8 Punkte vorne. Schon mal cool. Boah! Brand! Die haben den Ball, scheiße. Schade. Wir sind wieder Point Guard, das ist schon mal gut. 14,5 Sekunden vor Schluss des dritten Viertels. Oh, es fällt mir eben gerade erst auf. Die Bulls haben ja auch einen Teague, ey. Outside Teague. Schön aufpassen hier. Und den macht er natürlich. Wir kriegen die bösen Punkte. 5 Punkte herangekommen. Viertel ist das Entscheidungsviertel, denke ich. Das werden wir sehen. Mal gucken, vielleicht sind wir von Anfang an mit dabei. Vielleicht auch nicht. Wir können nur hoffen. Und diese feiern, ey. Und wir sind von Anfang an drauf. Gut. Du musst deine Wurfauswahl verbessern. Nur klügere Würfe nehmen. Okay, ich verstehe. Big redhead, good passer down on the low block. Number one pick by Minnesota Timberwolves. A moment now to reset the lineups. Brought to us by Gatorade. All fueled up for the fourth quarter. Scheiße. Game for the Hawks. Corporate the three with. Warum zur Hölle haben die denn zu mir abgespielt? Ich hab doch auch nicht freigestanden. Bulls sind. Oh nein, Mann, was macht ihr für einen Scheiß? Warum hast du den nicht einfach mal hochgehoben? Wir müssen gegen Toronto, Indiana, Washington, Detroit, New York. Ja, findest du? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass wir jetzt ein bisschen eine Serie starten können. Vorausgesetzt, wir schaffen das überhaupt hier mit dem Spiel. Komm, wir sind so frei. Der muss reingehen. Und er ging rein. Perfekt. 16 Punkte. Frag mich, wann das All-Star-Spiel ist. Also in diesem Sinne, das ist Rookie gegen Sophomore-Spiel, sodass wir hier schon gebucht sind, mehr oder minder. Oh, den hat er toll gepasst, ey. Und das sind jetzt 7 Punkte für Carlos Boozer. Die Hawks führen mit 3. Horford. Leute. Horford, wie kannst du denn da den Ball verlieren, ey? Wir spielen gegen Brooklyn. Wird schwer, denke ich. That'll be the latter half of this two-game homestand. Some really good games going on. How about that Denver one? That's an interesting game. Here's what Atlanta's going with right now. Brand comes in for Kyle Korver. And it's Teague in for John Jenkins. Komm. Brand left side. Here's the beast. Oh, wie sie zu dritt uns weggeblockt haben, die Schweine. Okay, Millsap hat gefoult. Oh, das gibt's doch nicht. Okay. Let's look at the energy stats, how the hustle game has been going for the Hawks. Pass. That extra effort rotating from the weak side, closing out on their airspace, really sending shots back. Oh, foul provoziert. Gut. Look to me like the defender didn't get. Sind bis auf einen Punkt rangekommen mittlerweile. Das ist ja überhaupt nicht schön. Nice call. That play can be tough to judge sometimes. G with the ball. Butler covering. Mann! Horford. Mach's! Hat er gemacht, sehr gut. 3 Punkte Vorsprung. 4 Minuten noch. Du Schwein! Oh Mann! Rose der Arsch! For Atlanta, they've gone 2 of 4 from the field since we started the final quarter of play. Come on, Brent.
Grand passes to Millsap. Here's the Beast. They double hand with Boozer. This is the tee. Und wir machen ihn, oder? Nee, machen wir nicht. Aber macht nichts. Foul, ey, von Horford. Sehr gut. Vorbei, sehr gut. Sie können nur ausgleichen im Moment. Schade. Haben sie auch wirklich geschafft. Danke. Komm, Brent. Und sie machen den Punkt. Sehr schön. Millsap, gut gemacht. Gut gedacht. When they need to make every possession count. I agree, Clark. They need stops and they can't afford any wasted possessions. Those inside shots are a really high percentage. Der Rose ist so hart. Der kann vor allen Dingen auch gut werfen aus den meisten Positionen heraus. Ball im Aus, Mann. Aber die Bulls haben den Ball. Schade. Boah, da seht ihr mal, wie wir den unter Druck gesetzt haben. Yeah! Steal, sehr gut. Sie stehen relativ frei, machen ihn aber trotzdem nicht. Scheiße. Ist überhaupt nicht gut gewesen. Leute. Horford. Yeah, Assist. Sehr gut. Die Punkte gemacht. Sollen über uns spielen, okay? Das heißt, wir müssen auch aufpassen, dass wir krass verteidigt werden wahrscheinlich, weil wenn der Trainer das sagt. Okay. Jawohl. Great. Thanks for the report, Doris. Feeds it to Cunningham. Come on, Horford. Outside Millsap. Down to five on the shot clock. Fires from 18. Jawohl. It's off the rim. Schade, aber wir führen im Moment noch. Und wir haben immer noch anderthalb Minuten. Das ist natürlich nicht so gut, wenn man führt, dass man so viel Zeit noch hat. Leute, rebounden! Danke! Komm, Millsap, du machst es! Und er hat's gemacht und der Assist zählt für uns. Zwei Assists, Mann! Vier Punkte Vorsprung. Sehr nice. Schön, schön. Komm, Cunningham. Foul, foul und ah, super. Oh, sehr schön. Okay. Ah, oh, der erste ist vorbei. Scheiße. Und der zweite auch. Nein. Leute. Okay. Yeah, was? Reach-In-Foul. Scheiße. Leute. Dürft die Uhr nicht stoppen lassen. Oh nein. Komm, drei Punkte. Die nicht reingehen. Und wir haben das Spielverständnis versaut. Scheiße. Das mache ich auch, ey. Nein! Nein! Even! Verdammt! Leute! Oh nein!
Now he's their top rebounder. He's doing an excellent job on the glass today. Zurück, zurück, zurück. Defense, defense. Overtime. Time expires. Oh man. Overtime, scheiße. So four quarters, not enough. And we're getting. Und wir werden noch eingewechselt. Sehr gut. Und wir führen sogar noch besser. Nur 37 Sekunden in der Overtime. Korver at the 3 with Paul Millsap at the 4. Jared Cunningham is out there with the Beast. And it's Brand in at the center locking down the middle. Okay. Ausgleich. 30 Sekunden noch. Und geht er rein? Nein! Okay, Timeout gerufen. Jetzt kommt's drauf an, Leute. Jetzt kommt's drauf an. Biggest possession of the game, guys. Rose attacking. Yeah! Rebound! Always 2 points for him. I guess the defense did what it had. Come, Brent. For the win. Yeah! Assist und er macht den Punkt. Oh, 0,3 Sekunden. Die haben überhaupt gar keine Chancen mehr. Sehr nice. Insgesamt ein ausgeglicheneres Spiel für uns diesmal. Trotzdem 16 Punkte. Brauchen wir sich nicht verstecken. Sehr schön gelaufen, ey. Wir haben gewonnen gegen die Bulls in Overtime auch noch. Sehr gut. Ordentlich. Immerhin trotzdem 162 Punkte bekommen. Damit kann ich leben. Das ist sehr nice. Gucken, ob wir jetzt irgendwie was Palabra-mäßig bekommen. Was natürlich richtig geil wäre. Tatsache, Büro des GMs. Aber ist wahrscheinlich nur so ein Standardgespräch. Thanks for stopping by. As you know, it's important for me to regularly. Ja, na klar. Nur bla bla. So, how are you feeling about the team at this point of the season? Alles bestens. Hey, I'm really happy with the team right now. I like the direction things are going. Coach has been great. Hey, we just got to keep winning games, you know? Yeah, absolutely. Listen, I'm really happy that things are working out for you. Keep up the good work. For sure. Definitely. Thanks for checking in. No, anytime. Absolutely. Say, I heard you got a new place. How's it coming along? Oh, man. You like it? Good. Pass auf, der wird zum Grillen eingeladen. I'll have a barbecue one of these weeks. Oh, I'd love to, yeah. I'd love to check it out. I heard the views are really nice. Oh, man. You know, always. Bring the lady. Okay, yeah. The couple secretary, maybe. Yeah, that all works. Play some 2K. Oh, have you heard about the new... Ah, that's what I'm saying.